alles in Ordnung. Ey, lass mich durch! Ey, wo fährst du denn lang? Ich bin dran! Ich komme, lass mich durch! Was für ein großer Stau! Ich glaube, wir brauchen eine Ampel. Ich guck mal in der Kiste nach. Vielleicht ist da ja eine Ampel. Hallo, ich bin Lena. Was ist denn hier los? Weißt du, wo Chase ist? Vielleicht kann er uns ja weiterhelfen. Vielleicht ist Chase ja in der Box. Lasst uns mal nachgucken. Da bist du ja, Chase. Was machst du hier? Hallo, Lena. Ich suche eine Ampel, um den Stau aufzulösen. Lass uns gemeinsam Chase bei der Suche helfen. Guck mal, was ich gefunden habe. Dann lass mal gucken, was das ist. Ein Buchstabe? Ein A? Ist das hier auch ein Buchstabe? Ja, das ist auch ein Buchstabe. Das ist der Buchstabe E. Hier haben wir noch einen Buchstaben. Ein H. Wir müssen Ordnung schaffen. Wir müssen die Buchstaben an ihren Platz bringen. Und hier haben wir unsere Magnetwand, um die Buchstaben daran zu befestigen. Lena, ich brauche deine Hilfe. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich die Buchstaben aufhängen soll. Lass uns gemeinsam Chase helfen. Weißt du, welcher Buchstabe hier fehlt? Da kommt das H hin. Aber nein, Chase. Das Alphabet beginnt mit dem Buchstaben A. A, B, C, D. Und was fehlt hier? Dieses Mal ist es doch sicher das H. Aber nein, Chase. Das ist der Buchstabe E. Guck mal, so geht das Alphabet. A, B, C, D, E, F, G. Und was kommt hier hin? Natürlich das H. Das hast du gut gemacht. Lass uns jetzt einmal das Alphabet vorlesen. Hier haben wir das A, B, C, D, E, F, G, H und I. Das war toll. Aber wir müssen die Ampel suchen. Da hast du recht, Chase. Komm mit, die Ampel suchen. Lena, hast du schon was gefunden? Ich guck mal nach. Guck mal, was ich gefunden habe. Das ist doch eine Erdbeere. Und das ist ein Maiskolben. Was macht der denn hier? Weißt du, wohin die Erdbeere und der Maiskolben hinkommen? Natürlich, die kommen in den Kühlschrank. Chase, warte auf mich. Kommst du mit in die Küche? Komm. Und jetzt sind wir in der Küche. Hier ist unser schöner Kühlschrank. Und hier kommt jetzt der Maiskolben rein. Und auch die Erdbeere tun wir in den Kühlschrank. Und jetzt dürfen wir natürlich nicht vergessen, den Kühlschrank wieder zuzumachen. Lass uns weiter die Ampel suchen gehen. Kommst du auch mit? Komm! Wow, guck mal! Hier haben wir ganz viele verschiedene bunte Bälle. Wo kommen die bloß hin? Die kommen in den Pool mit den ganz vielen Bällen. Du hast recht, da ist ja auch der Pool. Da liegt ja irgendwas Seltsames. Das riecht nach Piraten. Hä? Was ist das denn? Lass uns zu den Piraten gehen und nachfragen. Kommst du mit? Komm. Hallo Piraten, ist das euer Ball? Aber nein, das ist doch kein Ball. Das ist eine Kanonenkugel. Das ist wirklich eine Kanonenkugel? Zeigt ihr uns, wie man mit der Kanone schießt? Natürlich zeige ich es euch. Aber nicht zu Hause nachmachen. Und Feuer! Danke, Piraten. Ich gehe mit.
mal weiter die Ampel suchen. Tschüss! Ich hab's! Endlich! Hier ist ja auch die Ampel. Aha. Endlich, das wurde ja auch Zeit. Die Ampel kommt hier hin. Weißt du eigentlich, wie eine Ampel funktioniert? Zeigt die Ampel rot, dann heißt das Stopp. Zeigt die Ampel gelb, dann heißt das, dass wir bald losfahren können. Und wenn die Ampel grün anzeigt, dann können die Autos endlich losfahren. Die Ampel zeigt jetzt grün. Das heißt, die Autos auf dieser Straße dürfen jetzt weiterfahren. Und ihr müsst warten. Und jetzt brennt das rote Licht. Das heißt, dass die Autos auf dieser Straße nicht mehr fahren dürfen. Für diese Straße brennt jetzt das grüne Licht. Das heißt, diese Autos dürfen endlich losfahren. Juhu! Der Stau hat sich aufgelöst. Danke, Lena, dass du mir geholfen hast. Kein Problem, Chase. Und jetzt, wo die Box leer ist und wir alles in Ordnung gebracht haben, sage ich Tschüss. Und ich hoffe, du bist das nächste Mal auch wieder mit dabei. Bis. Alles in Ordnung. Polly, und? Hast du es gefunden? Nein, ich finde es nicht. Ich suche mal weiter. Das ist aber schade. Hallo, ich bin Lena. Was ist denn hier los? Polly schaut was zu suchen. Lass uns ihr helfen. Uns fehlt ein Stück Straße. Das suche ich. Komm mit, zeig mir, wo die Straße fehlt. Guck mal, hier fehlt ein Stück Straße. Guck mal, hier endet die Straße einfach. Dann lass uns doch mal in der Box nach dem fehlenden Straßenteil suchen. Ein Föhn? Das ist aber nicht, was wir brauchen. Lass weitersuchen. Da hast du natürlich recht. Guck mal, eine Haarbürste. Aber was macht die denn hier? Komm, wir bringen unsere Haarbürste und unseren Föhn zum Schminktisch. Kommst du mit? Aber wo ist denn unser Schminktisch? Hast du den gesehen? Ah, da ist er ja. Und hier kommen unsere Sachen jetzt hin. Zuerst unser Föhn und dann unsere Haarbürste. Guck mal, was für einen schönen Tisch ich habe. Hier gibt es sogar extra Fächer. Und auch ein ganz großes Fach. Und jetzt mache ich mich noch schön frisch. Lena! Ja, ich komme! Lena, guck mal, was ich gefunden habe! Was hast du denn da? Was haben wir denn hier? Ein Mixer? Aber da fehlt ja ein Teil. Da hast du natürlich recht. Lass uns gucken, wo der Mixer hinkommt. Komm mit. Oh, ein Kühlschrank. Das ist aber nicht, was wir brauchen. Hier ist ja das zweite Teil vom Mixer. Da hast du natürlich recht. Den oberen Teil vom Mixer setzen wir jetzt auf den unteren drauf. So, jetzt machen wir den Mixer noch an. Guck mal, wie schnell alles zerkleinert wird. Das ist natürlich toll, aber wir müssen endlich das fehlende Stück von der Straße suchen. Ich gehe mal weiter suchen. Hilfe, ich kann nicht sehen, was ist das? Hilfe! Komm her, ich helfe dir. Das ist ja ein Haargummi. Das Haargummi müssen wir auch an seinen Platz räumen. Da hast du natürlich recht. Komm mit. Guck mal, hier haben wir zwei Schachteln. Lass doch mal gucken, in welcher die Haargummis drin sind. Dann lass uns doch erstmal in diese Box gucken. Und unser Haargummi können wir jetzt in die Schachtel tun. Ein Schraubenschlüssel? Aber da gehört der Schraubenschlüssel doch nicht rein. Da hast du natürlich recht, in diese Box kommen nur Haargummis rein. Vielleicht kommt der Schraubenschlüssel ja hier rein.
Guck mal, hier ist unser ganzes Werkzeug drin. Also kommt auch der Schraubenschlüssel da rein. Was ist denn da? Das ist ja unsere fehlende Straße. Juhu! Lass uns die Straße festmachen. Aber es geht nicht. Natürlich, wir brauchen ja noch Werkzeug. Ich habe die Lösung. Hier ist mein Schraubenzieher. Und jetzt noch die zweite Seite mit dem Hammer. Und der Hammer kommt jetzt wieder in die Kiste. Genauso wie der Schraubenzieher. Und jetzt machen wir auf die Boxen noch Aufkleber drauf, damit wir sie gar nicht mehr verwechseln. Haben wir auch Autosticker? Natürlich haben wir auch Autos. Guck mal, wie viele verschiedene Sticker ich habe. Juhu, ich will den roten Bus aufkleben. Kein Problem. Und der Bus kommt jetzt hier drauf. Dann wissen wir, dass in der Box das Werkzeug ist. Ich will noch ein blaues Auto. Und das hier. Und auf die zweite Box kleben wir jetzt Herzchen. Und jetzt bringen wir sie wieder zurück. Schachtel Nummer 1 und Schachtel Nummer 2. Und jetzt ist alles aufgeräumt. Schnell! Das macht er wirklich gut! Das macht aber Spaß! Lass uns doch mal gucken, was noch in der Schachtel drin ist. Was ist denn das? Eine Brücke? Jetzt schließen wir die Brücke an die Straße an. Und das Tor müssen wir natürlich auch noch anschließen. Und zu guter Letzt kommt noch unser Tunnel. So, den schließe ich jetzt auch hier. Kann ich hier lange fahren. Guck mal, was für eine schöne Strecke. Aufräumen sogar Spaß gemacht. Natürlich macht es Spaß. Guck mal, wir haben alles aufgeräumt. Jetzt ist die Box komplett leer. Und jetzt, da alles aufgeräumt ist und alles in Ordnung ist, werde ich mich von euch verabschieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid bald wieder mit dabei.